Once again, back is the incredible. Was gibt's zu sagen? Farid, der Banger ist back mit technisches K.O. Ich habe fast überlegt, ob ich am Donnerstag live komme, Alter. Wann hat er das gedroppt? Mittwochabend? Mittwochabend nach meinem Livestream. Ich denke, Digga, kannst du nicht 2 Stunden vorher hochladen? Da hätte ich direkt mitnehmen können. Egal. Zu der Geschichte, von dieser Geschichte habe ich erst bei einem Videodreh erfahren. Ich bin nicht so der Internetboy, der sich in jede Fitna und jedem Gossip und so reinhängt und immer up to date sein muss. Ne, dieses ganze Beef-Meef-Getue geht mir oft mehr auf den Sack und merkt, es schränkt mich eigentlich in meine Intelligenz mehr ein, als dass es mir irgendetwas Gutes im Leben tut. Das heißt, ich gucke nur begrenzt diesen ganzen, was ich gesagt habe, Gossip im Internet. Ne? Wer hat Beef mit wem? Keine Ahnung. Wer will sich in 2 Wochen wieder boxen? Alles klar, plötzlich haben irgendwelche Z-Promis ein Face-Off. Ist doch immer das Gleiche. Irgendwann kam mir dann aber, als mir beim Videodreh jemand gesagt hat, ey, bei Farid gibt es die und die Gerüchte, habe ich dann mal mich ein bisschen damit befasst und es gab halt eben die Gerüchte unter anderem von, ich weiß schon, dass der Track darum geht, ne? Also ich habe den Track nur, ich habe nicht eine Zeile gehört, aber ich weiß, dass der Track eine Abrechnung mit Bösemann, Cupcakes, Ali Osman? Auf jeden Fall die Leute, die in die Welt gesetzt haben, dass Farid früher für einen gewissen Erik Eckhard Schmitz oder so, quasi minderjährige Jungs klar gemacht hat, damit dieser Eckhard Schmitz seinen Spaß mit diesen Jungs haben kann. Was natürlich an Abscheulichkeit und an Ekelhaftigkeit nicht mehr zu übertreffen ist, muss ich kurz an der Stelle hinzufügen. Aber das wird Farid vorgeworfen. Und noch so ein paar andere Dinge, ich weiß das gar nicht. Was wurde denn da noch vorgeworfen? Ich weiß das gar nicht, Digga. Ich hoffe, das sind nicht so viele Lines, die da ich irgendwie darauf beziehen. Und ihr wisst es schon wieder alles. Alle haben schon das Genius Lyrics von A bis Z durch. Und ich bin hier wieder der dumme Letzte, der nichts weiß. Es gab noch so andere Vorwürfe gegen Farid. Unter anderem von diesen Leuten, die ich gerade besagt habe. Vielleicht waren da noch ein paar mehr dabei. Und Farid hat sich nie dazu geäußert, ne? Und scheinbar, was man so mitbekommen hat, wenn man 10 Minuten scheißt und ein bisschen auf Instagram nach oben und nach unten scrollt, ist das hier die Abrechnung mit den Leuten. Und sollte das so sein, muss ich vorneweg sagen, dass ich das sehr lobenswert und sehr intelligent von Farid finde, dass er sich gar nicht auf diesen Gossip einlässt, sondern es so regelt, wie man es in der Rap-Welt eigentlich zu regeln hat. Nicht mit Streams, nicht mit Promi-Boxen, nicht mit Ansagen, sondern mit einem fucking Diss-Track, Alter! Da gehen schon mal die Props raus, sollte es so sein. Okay, let's do it! Ich kann mal gar nicht bezahlen. Mit was willst du mich denn bezahlen? Ey, der Brudi, da hau ich natürlich auch mal einen Shoutout raus. Grüß dich, alle gut da drüben. Wie läuft das? Na, geht doch! Scheinbar läuft das gut bei dir. Cashmo, Grüße. Was? 200? Aber was hat Cashmo jetzt auf einmal? Warum ist da Cashmo, Digga? 200 Euro, die piss ich. Ach, Cashmo hat sich dann, glaube ich, irgendwie auf Farids Seite gestellt, ne? Die pisse ich. Ey, Mozart, ich streichel den Mozart. Ja. Früher waren's Großfamilien und harte Rocker, heute Zinker, Zuhälter und Sozialschmarotzer. Okay. Ich werde jetzt sehr oft Stopp drücken und sehr oft im Chat fragen oder so, ne? Und vielleicht auch sehr oft zurückspülen. Spülen soll ich auch mal, wenn du meine Freundin fragst. Aber Zinker, Zuhälter, es gab diesen Vorwurf gegen Bösemann, dass er früher Zuhälterei betrieben hat. Und Sozialschmarotzer sind halt Hartz, nennt er damit Hartz-IV-Empfänger, halt Leute, die vom Staat leben und damit meint er wahrscheinlich Ali Osman und so. Familien und harte Rocker, heute Zinker, Zuhälter und Sozialschmarotzer. Erst hast du gebellt, dann wurdest du hart geopfert. Deine Antwort, du riefst am selben Tag die Cops an. Wer im Deutschrap gefickt wird. Du wurdest hart geopfert, deine Antwort, du riefst am selben Tag die Cops an.
Damit meint er Cupcakes? Wegen dem versprochenen Deal. Da war doch irgendwas mit so versprochenen Deal. Angeblich hatte Cupcakes war ja früher bei Banger Music gesigned und hatte angeblich einen Deal versprochen bekommen. Und den hat irgendwie Farid angeblich nicht eingehalten und dann gab's irgendwie Beef Meef, bla bla bla. Ja, genau. Ja? Er war nie gesigned. Ach, Cupcakes war bei Belasch und Boogie, genau, und hat da was erzählt, das weiß ich auch so. Okay, aber ey, wir können jetzt nicht bei jeder Line, die ich nicht verstehe, hier 20 Minuten Chat und so machen, ne? Was typisch für Farid ist, nicht bei einem Diss-Track, sondern generell für einen Farid-Song ist, dass erstmal nur das Sample reinkommt mit ein paar perkussiven oder mit ein paar cinematischen Drums. Brumm, Pauken, brumm, irgendwas Großes, was mächtig klingt und nur das Sample mitläuft. Und irgendwann kommt dann halt der Drop, wie bei, wolltest Tracks leaken, aber hast dein Köder geschluckt. Ja, Kelp! Da war auch erstmal am Anfang. Hart geopfert. Ganz kurz, der Beat erinnert mich, das könnte voll der Eminem-Beat sein. Die Zinker zu älter und Sozialschmarotzer, erst hast du gebellt, dann wurde... Dieser Dudelsack-Beat, Digga. Du hart geopfert, deine Antwort, du riefst am selben Tag die Cops an. Okay, aber ich muss für irgendwas Punkte geben, ich kann jetzt zwar von den Zeilen hittet noch nix so für mich, ne? Aber ich mag einfach da Farids Stimme und ich mag den Aufbau. Wenn Deutschrap gefickt wird, entscheide nur ich. Du bist ein toter Mann, nur du weißt es noch nicht. Der Fest... Das ist geil, das ist eine mega Aussage, wenn man Standing hat wie Farid, Digga. Wann Deutschrap wird, entscheide nur ich. Du bist ein toter Mann, nur du weißt es noch nicht. Okay. Rap gefickt wird, entscheide nur ich. Du bist ein toter Mann, nur du weißt es noch nicht. Der Versuch, mich zu ficken, er ist leider missglückt. Farid Bang ist wie Bane, ich zeig keinem Gesicht. Wie wer? Mich zu ficken, er ist leider missglückt. Farid Bang ist wie Bane, ich zeig keinem Gesicht. Farid Bang ist wie? Wie Bane. Scheiße, kenne ich nicht. Fuck! Warum kommen so Zeilen immer? Von Batman, und er hat kein Gesicht wahrscheinlich. Okay, dann ist eine gute Zeile. Er zeigt kein Gesicht oder hat es immer verdeckt. Okay, Farid Bang ist wie Bane, er zeigt kein Gesicht. Ja, passt ja auf jeden Fall. Das hängt natürlich auch davon ab, wie er jetzt mit Namen disst. Sollte er jetzt mit Namen um sich schmeißen und so, dann zeigt er ja oder gibt er Gesicht. Aber das meint er vielleicht auch gar nicht. Okay, jetzt 8 Zeilen. 8 Zeilen gerappt. Jetzt kommt der Drop, oder was? Ist zu ficken, er ist leider missglückt. Farid Bang ist wie Bane, er zeigt keinem Gesicht. Es ist Farid Bang, ich glaub, sie haben vergessen, wer ich bin, wen ich fickt und welche Karte ich setzte. Es ist Farid Bang. Oh, es ist Farid Bang, ich glaub, sie haben vergessen. Ich glaub, sie haben vergessen, wer ich bin, was ich mache und welche Karte ich setze. Es ist Farid Bang auf der Straße getestet, Beef mit allen, ohne dass ich Namen trag in der Fresse. Es ist. Das ist geil. Farid, das ist wirklich, wenn du Farid, letztens habe ich auch wieder so, die ersten Songs, die ich von Farid gehört habe, waren nicht so tief. Ich war ja auch, wie gesagt, so ein German Dream Hater, so, weil ich halt voll Optik-Camp war und damals in meinem jugendlichen, noch nahezu kindlichen Leichtsinn, habe ich alles gehatet, was irgendwie gegen Optik war und da dieses Echo-Ding mit German Dream gegen Optik halt voll explodiert ist und auf einmal SD noch drüben und Echo und alle schießen gegen Savage, oh, wie kann das sein? Habe ich alles gehatet, was bei German Dream war und demnach auch einfach ignoriert und nicht gehört. Und Farid Bang war halt da. Ich glaube, ich sah doch Fahr in Urlaub, ne? Also Fahr in Urlaub. Ich habe ihn das erste Mal gehört bei Barretta auf die Rapper und ich treff euch bestimmt. Und Leute laufen aus dem Haus, denn wir sind Westdeutschlands Kings. Mutter, nichts ist sicher und ich brech heut dein Kinn. Kollege, Favorite und Farid Bang, Westdeutschlands Kings. Und jeder deiner Freunde muckt auf, ich räume. Und jeder deiner Freunde flippt aus, ich räume ihm Biss auf, der deutsche Chris Brown. Da habe ich Farid kennengelernt und fand ihn sofort krass, ne? Also ich fand ihn nicht krass, ich fand ihn eigentlich eher, das klingt jetzt hart, aber eher so lustig, einfach unterhaltend so. Für mich war Farid, ist er auch heute noch nicht, und das haten vielleicht jetzt viele manche meine Aussage, aber für mich ist Farid nicht der Rapper so. Für mich ist Farid kein Rapper, wo man denkt, oh, der hat Rap im Blut, sondern der kann einfach unglaublich rappen, der hat eine unglaubliche Ausstrahlung, der hat Power, der ist massiv und der hat halt einfach diesen Unterhaltungsfaktor des Grauens mal zwei. Egal, seit dieser Zeit hat er mit wie vielen Leuten Beef gehabt? Sag mir das mal, mit unglaublich vielen. Und wenn er dann rappt, mit ganz Deutschland Beef gehabt, doch keine Narben in der Fresse oder so, dann ist es aus dem Mund von dem Farid Bang verdammt real. Und verdammt gewichtig, so eine Aussage. Bang auf der Straße getestet, Beef mit allen, ohne dass ich Namen trag in der Fresse. Es ist Farid Bang von der Chartspitze. Deine Boxkämpfe Trash und keine Marktlücke. Es ist deine Boxkämpfe Trash, okay, da kommen wir natürlich auch auf diese Promi-Box, ne? Farid Bang von der Chartspitze. Deine Boxkämpfe Trash und keine Marktlücke. Es ist Farid. Dieses Es ist mag ich auch, das spielt voll dem Aufbau in die Karten. Es ist Farid Bang. Bang, der niemals abdrückt.
Deine Boxkämpfe Trash und keine Marktlücke. Ganz kurz, auch wenn es vielleicht wieder ein peinliches Ding ist und mich jetzt alle auslachen, aber was ist das für eine Maske und was hat sie zu sagen? Das könnt ihr mir ja verraten, während ich... Ach, das ist Bane! Ach ja, okay, ne? Diese Information spüle ich runter mit dem Hydration Drink von meinem Partner Holy Energy. Das ist Hydration Drink, da ist Elektrolyt, Mineralien und Kokoswasser drin. Pink Grapefruit, der Geschmack. Das Ganze hat null Fleisch. Nein, das Ganze ist zu 100% vegan, hat so gut wie kein Zucker und schmeckt schmackofatz geil, Digga. Es gibt auch noch Energy Drinks und Eistees. Das Ganze findet ihr unter dem zweiten Link in der Videobeschreibung. Eistee Energy Drink auch 100% vegan, so gut wie kein Zucker. Weiter geht's. Das ist also Bane. Ich kann noch einen draufsetzen. Ich habe die Maske noch nie gesehen. Für mich sieht es aus wie ein Steinbock, Digga. Es ist Farid Bang von der Chartspitze. Deine Boxkämpfe Trash und keine Marktlücke. Es ist Farid Bang, der niemals abdrückte. Ich bin nicht böse, Mann, doch man kann mir kein Haar krümmen. Asozialer Mann. Ah, okay, geil. Okay, das ist auch geil. Okay, jetzt habe ich den Drop gerade Stop gedrückt. Egal, ich nehme ihn nochmal mit. Das ist aber geil, so Zeilen mag ich. Ist ein bisschen plump so, aber ich bin nicht böse, Mann. Ah, da droppt er auch Namen. Also er gibt Gesicht. Er disst mit Name. Ich bin nicht böse, Mann, doch mir kann man kein Haar krümmen. Ist halt lustig so. Mir kann man auch kein Haar krümmen. Ja, Mois. Und dann kommt der Drop, ist gut. Pointe Stelle, eine gute Punchline, Wortwitz ans Ende, dem ganzen Aufbau gesetzt nach 8 oder 12 Zeilen, keine Ahnung. Und jetzt kommt der Drop. Okay, los geht's. Der niemals abdrückte. Ich bin nicht böse, Mann, doch man kann mir kein Haar krümmen. Asozialer Marokkaner, ich zersäge dich, Peach. Ich komme mit Machete, ziel gegen jeden im Krieg. Hab Geduld. Dieses asozialer Marokkaner ist ja auch so ein Running-Ding von ihm, ne? Das ist so ein Running-Slogan. Der niemals abdrückte. Ich bin nicht böse, Mann, doch man kann mir kein Haar krümmen. Asozialer Marokkaner. Ich zersäge dich, Peach. Ich komme mit Machete, ziel gegen jeden im Krieg. Hab Geduld, dass der Jarrakopf geht. Es ist kein Kebab im Biss, doch jetzt dreht sich der Spieß, bis dein Noten... Oh, es ist kein Kebab im Biss, das ist zwei Punkte, sowas ist geil. Das ist vom Vergleich her gar nicht so krass, aber ich mag, dass das im Reim steht, auch wenn er es nicht so betont. Jetzt ist der Kebab im Biss, denn jetzt dreht sich der Spieß. Das eine ist Biss und das andere ist Spieß, eine lang I, andere kurz I, egal, aber trotzdem. Jarrakopf gegen mich schießt, es ist kein Kebab... Aber wer sagt denn, der Jarrakopf... Geht jetzt um böse Mann, okay. Dass der Jarrakopf gegen mich schießt, es ist kein Kebab im Biss, aber jetzt dreht sich der Spieß. Das ist auch, warum, das ist, Digga, das ist ja wie bei Kolle gerade. Warum ist da noch nie jemand darauf gekommen, der Spieß dreht sich wie beim Dönerladen? Aber jetzt dreht sich der Spieß wie in Dönerläden. Das ist ja echt sau naheliegend, wie Finn im Dampfbad. Digga. Ziel gegen jeden im Krieg. Hab geduldet, dass der Jarrakopf gegen mich schießt. Es ist kein Kebab im Biss, doch jetzt dreht sich der Spieß. Bis dein Noten zum Zuckungen, kein Hype und kein Geld. Oh, er geht auf, okay, drop die N-Bombe, Digga. Du bist ein so mit Zuckungen. Das ist witzig gegen Bösemann Zuckungen. Mein Bösemann ist echt so. Was geht? Nee, Flacko, sagt er. Ja, du bist ja so mit Zuckungen. Ich hab hier alles gelöscht. Bin ich noch live? Doch jetzt dreht sich der Spieß. Bis dein Noten so mit Zuckungen. Kein Hype und kein Geld. Bis ein peinlicher Kelb, der seit 3 Jahren fällt und weiß der... Kein Hype und kein Geld. Also ich weiß ja, ich will ja da nie jemand zu nahe treten. Ich finde, Bösemann ist auch so einer, ohne jetzt da irgendwie Charakterschwäche oder Charakterstärke rausziehen zu wollen. Für mich ist Bösemann schon hin und wieder unterhaltsam. So. Also ich gucke den einfach gerne, aber jetzt ohne bewerten. So, ne? Ich werde weder von ihm angegriffen, noch greife ich ihn an. So. Aber ich frage mich trotzdem bei so jemandem, also was macht er? Ich meine, es ist gar nicht böse, aber warum, was ist sein Platz in dem Spiel? Ich kenne Bösemann nur daher, ich kenne nicht ein Lied. Das einzige Lied, was von ihm kommt, ist Bösemann kommt! Bösemann kommt! Und das ist das Intro von seiner Platzachs halt so, ne? Aber, also, ja, was ist seine Berufsbezeichnung? Welchen Teil hat er in dieser Szene? Ich meine, das ist gar nicht böse, ich frage einfach nur als jemand, der keine Ahnung hat. Nicht selbst, du hast niemals Koks vertickt. Wie peinlicher Kelb, der seit 3 Jahren fällt und weiß eigentlich selbst, du hast niemals Koks vertickt. Wie kann ich ein Pedo sein, wenn ich hier einen Opa fick? Fast 50 und du... Oh. Das ist eine gute Line. Weil die Anschuldigung, was heißt... Ach, waren da Anschuldigungen oder bezieht er sich darauf, dass er junge Jungs zu diesem... Wie heißt der? Heißt der Eckhard Fritz? Eckhard Fritz? Gebracht hat oder so? Wie kann ich ein...
sein, wenn ich hier gerade einen Opa so gut allein, Digga. Das triggert ihn, glaube ich, auch hart, sowas. Eckhard Schmidt. Und was ich an der Stelle auch geil finde, ist eine böse Line und da ist noch so ein Sinti, ein Reverse-Sinti-Bass drunter. Niemals Koks vertickt, ich kann nicht ein Pedo sein, wenn ich hier einen Opa fick. Fast 50. Boah, das ist wie so ein Chainsaw-Sinti. Niemals Koks vertickt, ich kann nicht ein Pedo sein, wenn ich hier einen Opa fick. Fast 50. Und du Hurensohn wirst nicht erwachsen. Keine Kohle in der Tasche deiner roten Lederjacke. Die du Hurensohn schon seit vier. Keine Kohle in der Tasche deiner roten Lederjacke. Nicht erwachsen, keine Kohle in der Tasche deiner roten Lederjacke. Ah, ich glaube, der hat schon Kohle gemacht durch diese ganzen Promi-Fights. Also ich glaube, vielleicht ist das so seine Daseinsberechtigung. Und das ist halt bei vielen Leuten so, die halten sich halt so über Wasser, dass sie halt einfach Streit anfangen und sich dann so in dem Fall Boxkämpfe über Wasser halten so oder so. Das ist halt wie so, es gibt ja auch Leute, die machen einfach Klatsch und Tratsch in irgendwelchen, keine Ahnung, Fernsehshows oder in ihrem Leben und landen dann auf der Bunte und bleiben so relevant und haben irgendeinen kleinen Skandal und werden dann zu sonst welchen Talkshows eingeladen und halten sich halt mit sowas über Wasser. Vielleicht gibt es dafür ja eine Berufsbezeichnung. Vielleicht ist es so. Die du Hurensohn schon seit 4 Jahren trinken, keine Kohle in der Tasche, deine rote Lederjacke. Die du Hurensohn schon seit 4 Jahren trägst, du bist nur mit WLAN stark, wie die AfD, ich hab den Dschihad. Du bist nur mit... Ja, ja, verstehe ich schon. Also WLAN und WLAN, also WLAN. Du bist nur mit WLAN, also die Leute, die zur Wahl gehen, die Wähler. Du bist nur mit WLAN stark, wie die AfD, ist auf jeden Fall eine gute Zeile. Er bezieht sich halt darauf, ja, du bist nur im Internet stark, ne? Was jetzt aber nicht so der Punch ist eigentlich, weil ich glaube, Bösemann ist auch in echt jetzt... Also ich glaube, die Bezeichnung, dass er nur im Internet stark ist, trifft jetzt nicht so zu. Aber, die Zeile kenne ich irgendwo. Hat die... Farid Bang hat... Das ist die... Farid Bang hat die... WLAN. Sucht nach WLAN wie Politiker. Ja, hat Farid Bang hat schon mal eine WLAN gekickt. Oder war das Kolle? Komm, da muss man mir kurz jemand auf die Sprünge helfen. Das muss doch einer wissen. Wenn ich es ungefähr weiß, weiß es doch jeder. Ja, auf Alpha Asphalt Massaker 2. Flair Asphalt Massaker 2. Okay. Ja, ich kann die Zeile jetzt nicht zitieren, so, aber ich weiß, dass sie gab. Egal. Gewählt seit 4 Jahren trägst, du bist nur mit WLAN stark, wie die AfD, ich hab den Dschihad. Was aber auch, ich meine, jede Partei ist nur mit WLAN. Ich will jetzt die Zeile nicht zerreißen oder so, ne? Aber jede Zeile ist nur mit WLAN stark. Und schon seit 4 Jahren trägst, du bist nur mit WLAN stark, wie die AfD, ich hab den Dschihad gewählt, deshalb bist du verwundet, dein Name ist ein Zeichen. Wie die AfD, ich hab den Dschihad gewählt, deshalb bist du verwundet, den Übergang mag ich, den Zeilensprung. Die AfD, ich hab den Dschihad gewählt, deshalb bist du jetzt verwundet, dein Name ist ein Seitenhieb an erst guter Junge, der Name Farid Bang ist wie... Dein Name ist ein Seitenhieb an erst guter Junge. Du verwundet, dein Name ist ein Seitenhieb an erst guter Junge. Erst guter... Ach so. Meint er deswegen böse Mann? Ja. Böse Mann, guter Junge. Ach so, Gegner. Dein Name ist ein Seitenhieb gegen erst guter Junge. Den Dschihad gewählt, das ist aber eine coole Zeile eigentlich so. Alter, hä? Hab ich schon so viele Punkte gegeben? Es gibt keine Folge ohne ihn, Alter. Es gibt wirklich keine. Dann bist du verwundet, dein Name ist ein Seitenhieb an erst guter Junge. Der Name Farid Bang ist wie denn er hat die guten Jungs weggefickt. Böse Hund. Denn er hat die guten. Denn er hat die guten Jungs weg, der Junge. Der Name Farid Bang ist wie. Uff, Digga. Digga, warte mal, das ist ja wohl. Also, wenn ich die Teile richtig verstehe. Dein Name Farid Bang ist wie Eckhard Schmidt. Denn er hat die guten Jungs weggefallen. Digga, das ist ja so eine heftige Line. Weil Eckhard Schmidt ist ja auch voll die ekelhafte Line, Digga. Er bezieht ja da Stellung, dass es wahr ist, also. Also jetzt nicht, dass Farid Bang ihm die guten Jungs gebracht hat, sondern dass Eckhard Schmidt halt ein war, der Jungs... Digga, der Farid Bang ist wie Eckhard, denn er hat die... Alter, Digga, das ist ja sowas. Also, das ist zwar so, aber das ist ja sowas von einer... Das ist... Da muss ich 3 Punkte für geben. Weil das auch aus einem Mund von Farid Bang, Alter, das ist... Ey... Er hat die guten Jungs weggefickt.
Er hat die guten Jungs auch noch. Das ist der, er ist guter Junge. Er ist gut. Alter, Digga, das ist bar. Das ist eine richtig heftige Zeile, sag ich dir ehrlich. Das ist eine richtig üble Zeile. Aber warum, Alter. Guck Farid Story schnell. Da mach mich doch nicht so verrückt, Digga. So, meine lieben Freunde, wie geht's euch? Das geht an den größten Sohn in Deutschland, beziehungsweise auch mein Sohn, wo ich den seine Mutter gefickt habe. Der Sohn, ne? Du kleiner Sohn. Vor 2 Wochen, ne? Hast du die Leute anrufen lassen, ne? Sag dem Farid, wenn er mir 20.000 Euro gibt, ich mach keine Videos mehr, ne? Du Sohn. Ja, jetzt habe ich 20.000 Euro durch dich verdient. Wie ich deine Mutter gefickt habe, du Sohn, ne? Jetzt bist du ruhig, ne? Wie ein Hund, du Sohn. Wie ein Hund sitzt du da im Internet auf Koks, du Sohn. Hä? Hab ich deine Mutter gegeben? Du du Sohn einer Tochter. Mieze, viel Spaß beim Schneiden. Du musst es reinmachen, du musst einen. Schneid! Kann es? Schneid es bitte! Ich werde dein Leben ruinieren, du. Das war noch nicht alles. Warte ab, was auf dich zukommt. Auf dich und jeder, der mit dir ist. Ich werde deine Mutter. Du wirst das bereut haben, meinen Namen in den Mund zu nehmen, du Sohn. Das geht an böse, Mann, oder? An wen geht das? Farid, ganz normal. Hier, ganz normale Freitagnachmittag, entspannt euch. Boah, aber er ist richtig sauer. Man hört es richtig. Das hat mich gerade brutal an die Voicemail, die er an Chicksaw gemacht hat, erinnert. Ja, böse Mann oder Ali Osman. Naja, aber weil er so sagt, sitzt da auf Koks und so, dieser Koksvorwurf wird ja immer in Bezug auf Bösemann in den Mund genommen. Digga, was hier los ist. Okay, jetzt hat der Track gerade doch mal eine ganz andere, einen ganz anderen Modus! Ihr Söhne! Wie die AfD, ich hab den Dschihad gewählt, deshalb bist du verwundet, dein Name ist ein seit dem Hip-Hop. Mann, er ist guter Junge! Der Name Farid Bang ist die denn er hat die guten Jungs weggefickt. Digga, das ist eine der heftigsten Zeilen, die ich seit letztem. Weil das Ganze drumherum da doch so ekelhaft ist, weil diese Tatsache so abscheulich ist, diese Tat, die Eckhard Schmitz begangen hat über Jahre, ist so abscheulich und so ekelhaft. Und das so auch so kompromisslos in so eine Punchline zu verwandeln, Digga, mit dem Namen von ihm auch noch, seinen Namen noch als Reim zu benutzen und. Während nebenbei noch EGJ, das ist so heftig, Digga. Böse Hund, du bist nur denn er hat die guten Jungs wegge. Böse Hund, du bist nur ein alberner Affe. So albern, dich nennt jeder alberner Affe. Okay, ich komm mit. Ey, erst drohst du kommst mit einer Truppe Albaner Cheese, dann tauchst du auf mit einer Truppe Albaner Cheese, Kid. Es ist der ungekrönte King, ihr seid Hundesöhne, deren Rap nach Rumgestöhne klingt. Ey, es ist unmöglich, den King ohne Rolex-Lederarmband. Hat Kolle auf Boss der Bosse gerappt, aber egal, dieser Albaner kennt man schon, aber egal. Ist ja nicht das erste Mal, dass irgendwie Farid eine ähnliche Line wie Kolle rappt oder Kolle eine ähnliche Line wie Farid. Die kommen ja aus dem gleichen Camp und texten bestimmt oft miteinander. Wahrscheinlich hat Farid davor noch gefragt, ey, kann ich die nehmen oder sonst irgendwas. Du bist nur ein Albaner Affe, so albern, dich nennt jeder Albaner Affe. Keine Chance gegen mich, unterm Strich bin ich, wenn ich deine Mutter fick. Fick diese Digga, das ist wirklich ja Farid im Ich sag dir ganz ehrlich, das gefällt mir besser als das komplette Asphalt-Massaker-Album. Das ist jetzt wieder ein hartes Ding oder so, aber da klingt auch die Mische. Das ist alles, das ist der Farid, Digga, wo einem abgeht, Digga. Er ist komplett im Modus. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Er ist komplett im Modus. Gegen mich unterm Strich. Unterm Strich bin ich, wenn ich deine Mutter. Unterm Strich. Und am Strich. Unterm Strich und am Strich bin ich, wenn ich deine Mutter. Ja, das ist auch auf jeden Fall eine gute Line, Digga. Es ist so, boah, Digga, ich weiß nicht, guck mal, ihr wisst, ich bin nicht der größte Farid-Fan, ne? Wirklich so, ich kann mir das unterhaltsam-mäßig manchmal geben, muss ich Bock drauf haben. Aber genau, du sagst es, Digga, Fake Nati 95, man spürt, es ist authentisch, ja, Mann. Das ist für mich viel ernster als die Shindy-Thematik. Shindy war Mittel zum Zweck so ein bisschen, ja, da ist halt der Michi, der wird mal weggelegt, ne, da kann man ein bisschen Promo mitmachen, die Kiddies freuen sich. Aber da hat man gemerkt, das ist dem irgendwie nicht so ernst. Hier ist es ernst, Digga. Das, du merkst richtig, Digga, ich schwör dir. Unterm Strich bin ich, wenn ich... Chiki, denk an deine Worte, nicht, dass Farid sowas an dich bringt. Also,
ich hatte noch nie, ja, ich glaube, er hat einmal irgendwie mir auf Instagram geschrieben oder so. Ich glaube aber nicht. Also ich glaube schon, dass da, auch wenn man nie Kontakt hatte, so viele Sympathiepunkte unterwegs sind, auch gerade weil man ähnliche Kontakte hat und so. Ich glaube da nicht. Außerdem sage ich ja gar nichts Schlimmes, Digga. Ich kann dir aber eine offene Meinung sagen, Digga. Ich glaube, Farid ist intelligent genug, dass er weiß, nicht alle feiern immer alles so. Ich bin halt einer, wenn ich was feiere, feiere ich es komplett. Und wenn ich was nicht feiere, sage ich es halt. Und das feiere ich, diese Energie, Digga, man merkt, es ist ernst einfach. Und das Ganze noch, was man im Hinterkopf behalten muss, dass er das Ganze als Rapper löst. Als Rapper, Digga, er nimmt das Mic von der Decke und rein! Jeder Albaner Affe, keine Chance gegen mich, unterm Strich. Unterm Strich bin ich, wenn ich deine Mutter fick. Fick diese kleine. Ja, Kelp! Ich lampe nach einem eleganten Talk, Paradox. Doch ein Zuhi wirft mir Menschenhandel vor, keine Relevanz. Ein Zuhi, Abkürzung für Zuhälter, ein Zuhälter wirft mir Menschenhandel vor. Paradox, denn ein Zuhi wirft mir Menschenhandel vor. Nach einem eleganten Talk, Paradox. Doch ein Zuhi wirft mir Menschenhandel vor, keine Relevanz verloren. Du warst niemals Thema. Nach dem Song ergibt es dich endlich bei Wikipedia. Ein Riesen. Nach dem Song. Ach du, auch gut, ich steht einen guten Kontext da rein. Du warst niemals Thema. Also, du warst niemals Thema, du warst so niemals Thema, dass du nicht mal einen Wikipedia-Eintrag hast. Du warst niemals Thema. Nach dem Song hast du endlich deinen Beitrag auf Wikipedia. Ah, gute Leih, muss ich Punkte für geben. Digga, er hat asozial viele Punkte. Ich hab noch nie in meinem Leben so viele Punkte für ein Farid-Ding gegeben. Milo, was geht? Ich bei Wikipedia. Ein Riesenfehler, du bist ein dreckiges Schwein. Du machst es Häftlinge geil, wurdest von Männern geteilt. In der Zelle vereindrangen in dich mehrere ein und fingerten dich mit vier Fingern. Mexican Style. Ey, sie sterben von Neid. Sie fingerten dich mit vier Fingern, das raff ich nicht. Was ist Mexican Style? Wegen M? Mexican? Nee, oder? Mit vier Fingern Mexican Style? Ali Osman sagt es immer, eins davon. Ach, vier Finger Mexican Style. Ach so. Ach, er bringt jetzt quasi einen Slogan von, ein Running Gag, eine Catchphrase von Ali Osman, bringt er jetzt hier rein, um damit auf Bösemann zu gehen. Okay, interessant. Ist auch smart eigentlich. Nimm dich mehrere ein und fingerten dich mit vier Fingern. Mexican Style. Ey, sie sterben von Neid, ich lasse sie abstechen. Ich sag, was ich will, mich konnte noch niemand canceln. Dein Spotify und... Das ist jetzt auch... Guck mal, ich finde so, das sind eigentlich so voll die plumpen Zeilen, aber das ist die dritte Zeile, wo ich sagen muss, aus einem Mund von einem Farid, ist das krass. Ich sag, was ich will, mich konnte doch niemals canceln. Mich konnte doch niemand canceln. Das können so viele Rapper von sich sagen, aber Farid ist einfach so, da weißt du einfach, es ist wahr. Also es ist de facto die Wahrheit und deswegen hittet es ganz anders so. Wenn du an das Echo-Ding denkst. Das ist eine Zigarette, du kötterst, ich will, mich konnte noch niemand canceln. Dein Spotify-Umsatz ist eine Zigarette, du kötterst auf ein böser Sound, wenn ich dein Kiefer breche. Bei deiner Mutter um... Dein Spotify, wie viel Hörer hat Bösemann auf Spotify? 9000. Lacho Divis, Digga. An alle mal, geht mal auf mein Spotify und guckt mal, wie viel ich noch hab und speichert mal gleich alles ab. Da kommt nächste Zeit richtig krasse Mucke. Ich hab 160.000 monatliche Hörer. Rein da, speichert euch das. Da kommt ein Album mit den krassesten Features. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, es gibt kein Album, die Legenden-Features auf einem Album vereinen. Egal, rein da. Du Köterl auf ein böser Sound, wenn ich dein Kiefer breche. Bei deinem Spotify-Umsatz ist eine Zigarette. Du Köterl auf ein böser Sound, wenn ich dein Kiefer breche. Ach so. Es ist nur ein böser Sound, wenn ich dein Kiefer breche. Weil böser Sound ist das Label. Deine Mutter um sieben ist eine Zigarette. Du Köterl auf ein böser Sound, wenn ich dein Kiefer breche. Bei deiner Mutter um sieben, um meine Nummer zu schieben. Ich geb die Knochen deiner Toten meinen Hunden zum Spielen. Und nach... Ich geb die Knochen deiner Toten meinen... Wisst ihr aber, was ich ein bisschen vermisse? Ich meine, er kommt zwar zurück, so alle sagen so, der sagt was dazu, er geht ja auch komplett rein, aber, also eine Stellungnahme, was ist denn mit den Vorwürfen? Also ist das alles, ich meine, sagt er was, was ist denn mit den Vorwürfen, also, oder wird einfach jetzt nur ge***t? Diesem Track stirbst du an einem Herzfehler. Hat er doch schon, wie? Der beantwortet es doch hier mit was soll... Ja, ja, der einfach... Ja, ja, so kannst du es schon sehen. Also der halt einfach komplett rein und durch diesen Angriff und durch die Aggression schießt er gegen alle, die das gesagt haben. Oder interpretiert man das als... Er zeigt damit, dass es unwahr ist. Vielleicht will ich immer zu viel, aber ich würde mir schon... Es kommt doch noch, okay. Gib die Knochen deiner Toten meinen Hunden zum... Warte mal ganz kurz. Da kommen schon die ersten Aro.
Ich wollte noch mal eine Sache sagen, ne? Bösemann sieht so krass gut aus, er ist so korrekt, ne? Es ist wirklich korrekt und auch, dass ich das gerade mit den 9000 Hörern gesagt habe, das tut mir leid, das ist ja auch schon viel, das ist ja auch schon viel und das muss man auch schätzen, weil er ist eine Legende im Rap-Game, ne? Ach was. Beruhigt euch. Spiele Hundemutter um 7, um meine Nummer zu schieben. Ich geb die Knochen deiner Toten meinen Hunden zum Spielen. Und nach diesem Track stirbst du an einem Herzfehler. Ich will, dass jeder Rapper mich disst, ich will mehr Gegner. Ey, du hast. Boah, diese Aggression der Stimme. Ich will, dass jeder Rapper mich disst, ich will mehr Gegner. Track stirbst du an einem Herzfehler. Ich will, dass jeder Rapper mich disst, ich will mehr Gegner. Ey, du hast klein gefickt, verlierst heute dein Gesicht. Im Gegensatz zu dir bin ich beim Kampf nie eingeknickt. Ey, du beneidest mich, sprichst von einem großen Kampf. Oh, wow, wow. Ich Album so gern als Vinyl. Was? Ich hab hier gerade, ey. Diese Zeile, Digga. Was ist das für eine geile Zeile, Digga? Ich bin nicht wie du, ich bin beim Kampf nie eingeknickt. Das ist so eine geile Zeile, Alter. Weil Bösemann im Kampf gegen Sinan G, oder ist er doch eingeknickt und hat sich sogar irgendwas gebrochen oder gerissen oder so. Digga, das finde ich eine geile, die ist sau naheliegend, so, die ist auch jetzt nicht irgendwie krass, aber irgendwie finde ich die komplett geil. Ich bin nicht wie du, ich bin beim Kampf nie eingeknickt. Ah, Digga, ich gebe dafür 2. Der hat so viele, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so viele Punkte auf dem Fari-Track gegeben und hätte mir auch nie in meinem ganzen Leben erträumen lassen, dass ich jemals so viele Punkte auf dem Fari-Bang-Track gebe. Ich will, dass jeder Rapper mich disst, ich will mehr Gegner. Ey, du hast keinen gefickt, verlierst heute dein Gesicht. Im Gegensatz zu dir bin ich beim Kampf nie eingeknickt. Das ist so eine gute Zeile, die mir hier irgendwie gerade auch im Chat zu wenig Appreciation bekommt, zu viel Anerkennung. Ich finde die Zeile richtig gut, oder finde ich die einfach nur gerade hype, ich die sinnlos in meinem ADHS waren. Du beneidest mich, verlierst heute dein Gesicht. Im Gegensatz zu dir bin ich beim Kampf nie eingeknickt. Hey, du beneidest mich, sprichst von einem großen Skandal. Und der kam letzten Endes bei mir unter Vertrag. Ey, yo, Testos. Du warst von einem großen Skandal und der kam letztens. Von einem großen Skandal und er kam letzten Endes bei mir unter Vertrag. Heißt der Skandal der Rapper oder was? Er hat Skandal gesagt, okay, gute. Alle, Digga, Mann, Alter. Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, vor einem Release, ne, vor so einem Release, wo auch viele Leute mir schreiben auf Insta und überall werde ich zugeballert, hier, Farid, ne? Und ich bin ja schon dann, was heißt voreingenommen, aber ich habe so eine Erwartungshaltung, ich denke voll krass. Und oft ist es dann so, dass ich reingehe und die Erwartungshaltung hier ist und meine Wahrnehmung dann aber hier. Und somit falle ich so tief, weil ich enttäuscht bin. Das heißt, ich crashe so runter und denke so, ja, so krass ist es nicht, ne? Und ich habe auch eine Abneigung dagegen, auf einen Hype-Train aufzuspringen. Auf was aufzuspringen, was alle einfach nur geil finden. Ne? Einfach nur, damit ich es geil finde und damit ich bloß so. Ich will niemanden nach dem Mund reden oder so. Würde ich das hier haten, ich würde es genauso sagen. Ich finde es scheiße. Sorry, Alter, schießt auf mich, hatet mich. Aber Es ist gerade der Fall, dass mich das komplett mitnimmt, Digga. Du beneidest mich, sprichst von einem großen Skandal. Und der kam letzten Endes bei mir unter Vertrag. Ey, yo, Testosteron, wir tragen Magnum-Pistolen. Bitte nicht Sylvester Stallone auf Testosteron, bitte nicht, Digga. Das ist noch schlimmer als Santorini auf Lamborghini. Oder Fenster auf Gangster. Der kam letzten Endes bei mir unter Vertrag. Ey, yo, Testosteron, wir tragen Magnum-Pistolen. Ich bin nicht Sinan, doch gegen mich gehst du technisch K.O., denn dein Rap ist. Gegen mich gehst du technisch K.O., okay, weil Sinan, okay. Ja, weil Sinan ihn halt geboxt hat und technisches K.O. Ah, da haben wir auch den Titel. Wir tragen Magnum-Pistolen, ich bin nicht Sinan, doch gegen mich gehst du technisch K.O., denn dein Rap ist nicht dope, du bist als Rapper gescheitert und lebst vom Burgergeld wie Mac-Arbeiter, so wie dein Hess. Okay. Ja. Du bist als Rapper gescheitert und lebst von Burgergeld. Bürgergeld, von Burgergeld. In Montana Blacks Welt macht das Sinn, weil der wird ja Burgergeld sagen. Warte mal kurz, ich gehe noch mein Burgergeld holen. Ey, lieber an Montana Black, ne, ich mache mich so oft drüber lustig, aber Montana Black, ich mag ihn sehr. Das wird ihn nicht interessieren, ne, weil er gar nicht weiß, doch, er weiß, dass ich existiere. Irgendwann hat er mal mit Stay über mich geredet, aber ist ja wahrscheinlich egal, hat er schon wieder, ist ja auch scheißegal, ne. Also nicht, dass hier irgendwann mal jemand sagt, ey, Jiggy und so macht sich immer über dich lustig. Ich habe ganz viel Liebe von Montana Black. Muss ich wirklich sagen. Ich gucke ihn sehr gerne. Ich habe mir letztens den ganzen Tag angeguckt, wie er über die Wohnmobilmesse gelaufen ist. Und das will was heißen, wenn ich mit meinem ADHS eine Aufmerksamkeitsspanne von mehreren Stunden aufbringe, um mir irgendwas anzugucken.
Digga, Schreiber und die Lines, die er schießt, klingen vom Bürgergeld wie Mac-Arbeiter, so wie dein hässlicher Schreiber und die Lines, die er schießt, klingen mehr nach Farid Bang als seine eigene KI. Böser Hund, ich lass deine Mutter sacken, bis sie am Schmatzen ist, wie wenn du eine Dattel frisst. Hältst dich für abgefuckt. Ich lass deine Mutter sacken, bis sie am Schmatzen ist, wie wenn du eine Dattel frisst. Das ist witzig, weil er nennt sich ja selber Datteldealer. Böser Mann. Er nennt sich ja selber Datteldealer und macht auch immer für Dattel-Werbung und so. Das sitzt schon nahezu jede Leinige. Böser Hund, ich lass deine Mutter sacken, bis sie am Schmatzen ist, wie wenn du eine Dattel frisst. Hältst dich für abgewichst, kämpfst für 16 Mille, das kriegt mein One-Night-Stand für die Anti-Baby-Pille mit euren Lügen. Du kämpfst für 16 Mille? Ist das handfester Beweis oder ist das einfach so als Front? Weil 16 Mille ist natürlich schon, 16 Mille sind 16 Mille, klar. Aber für den ganzen Uffriss da ist 16 Mille jetzt nicht so viel. Aber was er sagt, du kämpfst für 16 Mille, das kriegt mein One-Night-Stand fürs Nehmen einer Anti-Baby-Pille. Alleinerziehend. Denkt ihr, dass ihr die Geschichte im Binde, das kriegt mein One-Night-Stand für die Anti-Baby-Pille. Mit euren Lügen denkt ihr, dass ihr die Geschichte verbiegt, doch habt mehr Leichen im Keller als die Gerichtsmedizin. Okay, da ist ein Statement. Denkt ihr, dass ihr die Geschichte mit euren Lügen, denkt ihr, dass ihr die Geschichte verbiegt, doch habt mehr Leichen im Keller als die Gerichtsmedizin. Auch gute Line. Denkt ihr, dass ihr die Geschichte verbiegt, doch habt mehr Leichen im Keller als die Gerichtsmedizin. Bis im Tapferjahre Schluss mit deiner Märchenstunde auf Chef. Was? Leichen im Keller als die Gerichtsmedizin. Bis im Tapferjahre Schluss mit deiner Märchen. Was? Berim Tatzerjahre? Spiegt doch habt mehr Leichen im Keller als die Gerichtsmedizin. Bis im Tapferjahre Schluss. Sein Name, achso. Besim, Name von. Achso, das ist sein Name. Der echte Name von Bösemann. Besim. Mit Geschichte verbiegt. Besim Tafalari. Ach so. Besim Tefalari. Ah, okay, danke. Ja, okay. Leichen im Keller als die Gerichtsmedizin. Besim Tafalari, Schluss mit. Ah, jetzt verstehe ich's auch. Entschuldigung für mein Rage. Doch hab mehr Leichen im Keller als die Gerichtsmedizin. Besim Tafalari, Schluss mit deiner Märchenstunde. Auf Shadow.com hab ich über dich mehr gefunden. Drei Kämpfe. Du hattest weder Herz noch Lunge. Du gehst immer in der ersten Runde schwer zugrunde. Du fall. Auf Sherdog. Was ist Sherdog? Eine Seite, wo man Kämpfe nachfolgen kann oder was? Auf Sherdog habe ich über dich mehr gefunden. Du gehst in der ersten Runde schwer zugrunde. Also er hat, achso, ist eine Seite für MMA und er hat drei Kämpfe verloren, von denen keiner weiß oder was. Schluss mit deiner Märchenstunde auf Sherdog.com habe ich über. Genau, Boxtracker. Ah, okay. Eine MMA-Database, okay. Gerichtsmedizin. Bis im Tapferjahre Schluss mit deiner Märchenstunde auf Sherdog.com habe ich über dich mehr gefunden. Drei Kämpfe. Kann man da drauf gehen? Auf Sherdog kann ich hier drauf gehen? Ich lass es lieber. Nee. Nee, das lassen wir den Film. Das hat uns schon zu oft bestraft. Du hattest weder Hexensturmklunge, du gehst immer in der ersten Runde schwer zugrunde. Du verlobst, wir machen jetzt Mathematik, redest von 76 Kerben, doch das alles stimmt nicht. Im Krieg hattest 1090 Jugoslawen erwischt, also laut deiner Rechnung 7% starben durch dich. Du Bastard. Was? Jetzt Mathematik, redest von 76 Kerben, doch das alles stimmt nicht. Was? Er redet von 76 Kerben, also ich weiß, dass Bösemann oft irgendwie gesagt hat, er war im Krieg und vorderste Front und sowas, ne? Krieg hat 1090 Jugoslawen erwischt, von 76 Kerben, doch das alles stimmt nicht. Im Krieg hat es 1090 Jugoslawen erwischt. Hat es 1919 Jugoslawen erwischt? Also laut deiner Rechnung 7% starben durch dich. Ach so, wegen der 76 Kerben, ach so. Er hat eine Rechnung, ach so, er soll 76 Leute zerlegt haben und so viel hat es dann tatsächlich erwischt und er hat dann einfach gerade gerechnet. Hat es 1090 Jugoslawen erwischt, also laut deiner Rechnung 7% starben durch dich. Warum sagt ihr Fallobst? Wir machen Herz noch Lunge, du gehst immer in der ersten Runde schwer zugrunde. Du Fallobst, wir machen jetzt du Fallobst. Mathematik, redest von 76 Kerben, doch das alles stimmt nicht. Im Krieg hat es 1090 Jugoslawen erwischt, also laut deiner Rechnung 7% starben durch dich. Du Bastard. Das ist aber... Es ist auch eigentlich gut, also das ist wirklich, das sitzt so gut wie alles. Auch dieser Front jetzt ihm da zu unterstellen, dass so und so viel Prozent durch ihn starben, so. Das wird entstellt, ich komme haben erwischt, also laut deiner Rechnung 7% starben durch dich. Du Bastard, das wird entstellt, ich komme. Ich bin kein Fan davon, wenn am Ende von der Zeile oder so einem die Luft wegbleibt. Es sei denn, es passt zum Song. Und hier, man hört, das ist... Stimmt, ich weiß nicht, ich habe von Anfang an drauf geachtet, ich weiß aber nicht mehr. Mir ist es immer aufgefallen, es gibt viele Stellen, wo, episches Bild gerade, by the way, von Farid. Da träumt er gerade am Mike von Bösemann.
Hier, es gibt viele Stellen, wo ihm die Luft wegbleibt, aber das passt einfach unglaublich zu der Energie. Ja, es kommt mit Wut. Ja, es passt einfach komplett, ja. Sklaven erwischt, also laut deiner Rechnung 7% starben durch dich. Du Bastard wirst entstellt, ich komme nachts in dein Bordell mit deiner Axt und der Maske von Casa del Papel. Hast du nicht gebellt? Ich komme mit Casa del Papel, ach so, ich weiß, was Casa del Haus des Geldes, danke, ja, ja klar. Komme nachts in dein Bordell mit deiner Axt und der Maske von Casa del Papel. Ja, aber jetzt hast du es ja verraten. Stell dir mal vor, das ist voll assi. Stell euch jetzt mal vor, böse Mann steht echt in einem Bordell jetzt. Auf einmal kommt wirklich einer mit so einer Maske rein und macht komplett Radale, Digga, in dem Bordell. Und dann geht böse Mann. Na, vor Gericht geht er ja nicht, der regelt es ja selbst. Aber dann denkt böse Mann sofort, Farid Bang wäre das. Du nicht gebellt, dachtest, ich lasse dich, du Kelp. Doch wenn ne Bitch gefickt werden will, dann macht man es halt schnell. Oh, ey, wenn ne Bitch darum bettelt, gefickt zu werden, macht man es halt schnell. Kollege Omar. Hast du nicht gebellt, dachtest, ich lasse dich, du Kelp. Doch wenn ne Bitch gefickt werden will, dann macht man es halt schnell. Da bin ich gespannt, was jetzt passiert. Da bin ich jetzt gespannt, was passiert. Ach, schön, natürlich gibt es noch einen Punkt für die Hommage an Kolle am Ende. Eieiei, Digga. Ja, krasses Ding. Ohne Spaß, Alter. Das war ja richtig krass. Jetzt kommen die Punkte. Erschreckt nicht. Es ist tatsächlich, glaube ich, so. Es sei denn, ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß es ehrlich gesagt. Es kommt mir sehr, sehr, sehr viel vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 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